Die Wellenläufer von Kai Meier. Ein magisches Beben erschüttert die Küsten der Karibik. In den Piratenhäfen werden Kinder mit einem besonderen Talent geboren. Sie können über Wasser gehen. 14 Jahre später glaubt Jolly, dass außer ihr keine Wellenläufer mehr leben, bis sie Munk begegnet. Auch er geht auf dem Meer und kann aus Muscheln einen uralten Zauber wirken. Beide erwartet ein finsteres Schicksal. Mitten im Atlantik dreht sich ein gewaltiger Mahlstrom, dessen Booten Verderben über die Inseln bringen und Jagd auf die Wellenläufer machen. Nur Jolly und Munk können den Strudel zwischen den Welten schließen. Aber der Weg dorthin ist lang, gefahrvoll und wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellen. Die Wellenläufer ist im Juni 2003 erschienen, hat 384 Seiten, kostet als Taschenbuch 9,95 und als Hörbuch 16,95. Das Ganze ist der erste Teil einer Trilogie, der zweite heißt Die Muschelmagier. Das Ganze ist so erfolgreich gewesen, dass es sogar ins Englische übersetzt wurde, dort heißt es Pirate Curse. Also die deutschen Titel finde ich einfach wunderschön und ich mag auch die neue Paperback-Ausgabe sehr gerne, aber die normale Ausgabe und auch die englische Version sprechen mich persönlich jetzt nicht so arg an, passen aber durchaus zum Buch. Kennt ihr das, wenn ihr ein Buch vor euch habt und es ist wunderbar geschrieben, die Geschichte ist auch einfallsreich und ihr wollt unbedingt, dass es euch gefällt und dann, ja, dann kann euch das Buch einfach nicht in seinen Bann ziehen? Genau das ist mir jedenfalls bei Die Wellenläufer passiert. Besonders zu Beginn der Story habe ich die ganze Zeit lang Kai Meiers Schreibstil bewundert. Er hat Piraten zum Leben erweckt, grausige Monster heraufbeschworen und ich hatte noch wochenlang Albträume von dieser Spinnenszene ganz zu Beginn des Buches. Ja. Trotzdem hatte ich niemals auch nur ansatzweise dieses Bedürfnis weiterzulesen, zu wissen, was als nächstes geschieht. Es kann eigentlich nicht an den Charakteren gelegen haben, denn diese waren sympathisch und interessant, besonders Jolly natürlich, die gute Jolly, ein Beispiel für pure Emanzipation. Und dann auch noch so furchtlos und schlagfertig. Okay, der komische Geisterhändler hat mich zwar tierisch genervt, aber da er nur ein Randcharakter ist, hätte mich das eigentlich nicht aufhalten dürfen. Aber das hat es getan. Ich habe eine halbe Ewigkeit für dieses Buch gebraucht. Nehmt das jetzt nicht falsch auf, ja? Gelangweilt habe ich mich dabei eigentlich nie, aber es war auch nicht super unterhaltsam. Es war okay. Und dann kam das Ende und ich war geflasht. Da endlich, nach hunderten von Seiten, hat mich die Geschichte gepackt. Tja, und dann war es leider auch schon vorbei. Ich würde ja gerne sagen, dass diese letzten Szenen, die ersten paar hundert Seiten Dauer okay wert waren, aber das war leider nicht so, warum auch immer. Vielleicht hatte ich auch einfach zu hohe Ansprüche und wie bereits erwähnt, kann ich auch nicht genau sagen, warum mich das Ganze nicht gepackt hat, aber das hat es einfach nicht und dabei bin ich wirklich so ein Fan von Piraten und auch wirklich ein Fan von Kai Meier, aber leider nur 3 von 5 Sternen. Das Hörbuch. So, jetzt kommt eine lange Geschichte. Also es gibt 2 Hörbuchversionen von Die Wellenläufer. Eine, wie gewohnt, bei Kai Meier, gesprochen von Andreas Fröhlich und nur sehr schwach gekürzt. Die finde ich persönlich wie immer recht gut, auch wenn die Geräusche manchmal etwas genervt haben und ich gestehen muss, dass mir Andreas Fröhlichs Stimme leider mit der Zeit etwas zugesetzt hat. Vielleicht liegt es auch mit daran, dass ich ihn einfach nicht mit Jolly vereinbaren konnte und man auch nie so ganz mitbekam, wann sie etwas sagte, da er ihre Stimme fast genauso tief sprach wie die der Männer. Aber trotzdem ein recht gutes Hörbuch. Und dann gibt es noch ein Hörspiel. Eines, das ich persönlich sehr, sehr schön finde, das aber sehr, sehr, sehr stark gekürzt ist. Man bekommt alle 3 Bücher auf 7 CDs, was ja echt wenig ist, wenn ich bedenke, wie viele CDs ein Harry Potter Buch allein hat. Aber das Ganze ist sehr liebevoll gemacht. Es gibt schöne Geräusche, sehr schöne und vor allem passende Stimmen. Alles in allem einfach super. Und ich wundere mich, warum es nicht einfach eine Mischung aus beidem oder so gibt. So Andreas Fröhlich als Hauptsprecher beim Hörspiel halt, wäre doch schön gewesen und dann doch bitte nicht so ganz arg gekürzt. Das wäre schön gewesen. Naja.